Liebe Leute, herzliche Grüße aus dem winterlichen Regensburg. Wir stehen hier vor dem Stadion des SSV Jahn und das Wetter ist eigentlich wie im allertiefsten Winter, aber wir haben ja eigentlich schon Frühjahr und das ist ja auch die Phase, in der der Pokalwettbewerb traditionell so ein bisschen auf die Zielgerade geht und was soll ich sagen, Werder ist weiterhin dabei. 1:0 haben die Bremer gewonnen im Viertelfinale beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Yuya Osako hat das entscheidende Tor geschossen und jetzt kommt das Halbfinale, jetzt kommt Leipzig und zwar nicht nur in der Liga, sondern halt auch im Pokal. Am Samstag geht es quasi die Generalprobe in der Liga gegen die Leipziger und dann am 30. April das Halbfinale, das Tor zum Finale. Florian Kohfeldt möchte da ja unbedingt hin, möchte unbedingt mal wissen, wie sich dieser DFB-Pokal anfühlt, nachdem er mit Werder schon mal im Pokal-Halbfinale gescheitert war. Diesmal soll es gelingen, klar, der Gegner, da sagt er schon, das ist der schwerste, der noch im Wettbewerb ist, den haben wir bekommen. Aber gut, den haben sie sich gewissermaßen ja auch verdient. Sind jetzt in den vier Runden des DFB-Pokals viermal ohne Gegentor geblieben, haben sich immer ja einigermaßen souverän durchgesetzt. Gegen Regensburg war es tatsächlich am Ende noch ein bisschen wackelig, weil, ja, altes Leid, Werder mal wieder ein paar gute Chancen ausgelassen hat, dieses Spiel früher für sich zu entscheiden. Gut, Yuya Osako hat das eine Tor gemacht und das war wirklich klasse, das kann man nicht anders sagen. Ein langer Ball von Marco Friedl, quasi noch aus der eigenen Hälfte über die Regensburger Abwehr. Osako nimmt das Ding mit der Brust an, dreht sich, haut mit rechts rein. Tolles Ding für einen Spieler, der jetzt wirklich 14 Mal in Folge nicht in der Startelf gestanden hatte, diesmal aber den Vorzug bekommen hatte vor Romano Schmid, weil Florian Kohfeldt die Gunst der Stunde nutzen wollte, nachdem Osako in den Länderspielen mit Japan gut aufgetrumpft hatte, gut aufgedreht hatte und das sollte sich jetzt einfach auszahlen, hat sich auch ausgezahlt für Werder, hat das Tor des Tages gemacht, hat auch noch das 2:0 liegen lassen, gehört auch zur Wahrheit, aber egal, gewonnen, Werder ist weiter, es geht wirklich darum, jetzt nochmal alle, ja, wie soll man das sagen, alle Kräfte zu mobilisieren, ist ein bisschen abgegriffen, aber gegen Leipzig einfach alles rauszuholen und zu versuchen, das Unmögliche im Grunde möglich zu machen, 30. April im Weserstadion. Dann geht es tatsächlich um den Einzug ins Finale. Das wäre natürlich eine schöne Sache für die Bremer, denen ja ansonsten das Fußballerleben ja im Moment nicht so richtig wohlgesonnen ist. Das geht ja, dümpelt ja alles ein bisschen vor sich hin. Da wäre so ein Finale ein echtes Highlight. Aber zum Spiel nochmal. Werder hat gegen den Zweitligisten das Ding oder das Spiel einigermaßen gut kontrolliert, relativ lange, hat nicht so richtig was zugelassen. Dass sie dann allerdings in den letzten Minuten nochmal wieder unter Druck geraten und auch ins Schwanken geraten, das ist schon etwas, was ja in gewissermaßen zum Pokal gehört zwar, aber andererseits auch ein bisschen nachdenklich stimmt, weil eigentlich sollte den Bremern das nicht unbedingt passieren. Ist passiert, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Geschick haben sie das auch überstanden und stehen jetzt halt in der nächsten Runde. So ein paar Personalien am Rande. Ludwig Augustinsson ist verletzt ausgeschieden. Da konnte Florian Kohfeldt nach dem Spiel noch gar nicht genau sagen, was es ist. Aber er geht ziemlich sicher davon aus, dass der Linksverteidiger am Samstag gegen Leipzig in der Liga fehlen wird. Dann wahrscheinlich wieder mit dabei Miloš Veljković, der jetzt ja zwei Spiele verpasst hat. Und auch Ömer Toprak, der heute nicht dabei war. Das hatte sich angeblich kurzfristig entschieden wegen Rückenproblemen. Sollte er dann nicht spielen. Der Doc hatte gesagt, man wolle da doch bitte keine oder man soll da doch bitte keine Folgeverletzung riskieren. Und da hat Kohfeldt gesagt, dann lassen wir ihn raus. Stand gar nicht im Kader. Niklas Moisander hat für ihn gespielt. Eigentlich wie immer im Pokal. Vierter Einsatz, vierte Mal über 90 Minuten, vierte Mal zu Null. Also das kann sich schon sehen lassen. Der Mr. Pokal kommt dieses Mal aus Finnland bei Werder. Und noch eine Personalie habe ich noch vergessen. Genau, Niklas Füllkrug, Zeh gebrochen. Da sieht es eigentlich fürs Wochenende ein bisschen lala aus. So richtig kann Kohfeldt das noch nicht einordnen, ob er dabei sein wird oder nicht. Heute hat er gefehlt. Es hat auch ohne ihn geklappt. Und ob er dann am Samstag in Leipzig dabei ist, das bleibt abzuwarten.